Hallo, grüß Gott, mein Name ist Samuel Ergen, ich bin 25 Jahre alt und bin Mitglied der Syrisch-Orthodoxen Kirche in Österreich. Also hier habe ich jetzt Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 7 aufgeschlagen. Da heißt es, Schal unet jebelchun, ba'au uteschkhun, kusch unet ftahlchun. Das bedeutet, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Wir haben bei uns eine Besonderheit in den Sprachen. Wir haben die Liturgiesprache, die sehr alt ist, das ist bis ins 4., 5. Jahrhundert bezeugt, dass es dieses Westsyrische geschrieben und wahrscheinlich früher auch gesprochen wurde. Wir haben diese Sprache übernommen, unsere Kinder in den Samstagsschulen und dann bis ins Jugendalter lernen diese Sprache. Es ist aber nicht die Sprache, die wir sprechen. Das ist dann nochmal ein neuaramäischer Dialekt, den wir sprechen, der aber auch viele Gemeinsamkeiten hat mit diesem altsyrischen Dialekt, den es in den Büchern gibt. Und neben dem Aramäischen wird dann auch noch das Arabische gesprochen. Das Arabische haben wir aus der Situation entnommen quasi, weil viele Gemeinden in Syrien und im Irak bis heute noch leben. Und wir haben dann auch in der Türkei oft in den Familien das Türkische übernommen oder das Kurdische. Also wir sind in den Sprachen quasi ja sehr vielfältig. Aber uns hält auch zusammen, dass wir das Aramäische sprechen, das ja unser Herr auch gesprochen hat. Wir befinden uns heute in der Mor Afrem-Kirche. Das ist eine der vier Gemeinden der syrisch-orthodoxen Kirche in Österreich. Und diese Kirche ist die erste Gemeinde, seitdem es die syrisch-orthodoxe Kirche in Wien gibt. Also hier im Kirchenraum befindet sich natürlich, wenn man den Blick nach vorne richtet, das Allerheiligste. Das ist das Sakrament der Eucharistie, das auf Aramäisch Kudush Kutschin bedeutet, also wo auch der Name heilig drinnen steckt. Und hier wird eben dann die heilige Messe gefeiert und dieser Raum ist meistens bedeckt. Und der wird so abgesondert, dass eben auch die Gemeinde manchmal den Blick nicht direkt auf das Sakrament richten kann. Also in dem Moment, wo das Sakrament dann eben dem Blick der Gemeinde entzogen ist, ist der Priester dafür zuständig, dass dieses Sakrament umgewandelt wird in den Leib und das Blut Christi. Und der Vorhang ist auch eben dafür da, dass er diesen Blick eben der Gemeinde verwehrt. Das ist etwas sehr Altliturgisches, also ein sehr historischer Bezug, den wir auch noch in der syrischen Kirche haben, weil es eben nicht jedem gestattet ist, auch nach der Lehre der Kirchenväter, dass man eben den Blick auf die heiligen Sakramente in diesen wichtigen Momenten richtet. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur syrisch-orthodoxen Kirche in Österreich. Die syrisch-orthodoxe Kirche in Österreich ist seit 1988 eine gesetzlich anerkannte christliche Religionsgemeinschaft und somit Ansprechpartnerin für alle 5000 Mitglieder und auch für die Politik. Die syrisch-orthodoxe Kirche zählt zur Familie der altorientalischen Kirchen, hat sehr alte liturgische Formen und feiert heute noch ihre Liturgie in der aramäischen Sprache, die als Muttersprache Jesu und seiner Apostel gilt. Syrisch-orthodoxe Christinnen und Christen glauben an die Dreifaltigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und kennen sieben Sakramente. Nach syrisch-orthodoxer Lehre ist Gott der Allerhöchste und die Bibel göttlich inspiriert. Dabei stützt sich die Lehre auf die Auslegung durch die Kirchenväter sowie Traditionen, die auf die Apostel Jesu zurückgeführt werden. Die Mitglieder der syrisch-orthodoxen Kirche stammen größtenteils aus der Türkei, dem Irak, aus Syrien und dem Libanon. Weltweit haben sich Diaspora-Gemeinden gebildet, so auch in Österreich. Also die Heiligen in der syrisch-orthodoxen Kirche haben eine sehr wichtige Bedeutung, weil sie eben überliefert haben, woran wir heute glauben. Ohne sie hätten wir beispielsweise die Heilige Schrift und auch die vielen Zitate und Lesungen nicht. Und deswegen sind sie für uns Fürsprecher im Himmel, aber sie sind eben auch dazu da, dass sie wie Standbeine in der Kirche da sind und wir beziehen uns ständig auf sie. Man sieht sie hier in der Kirche durch Ikonen.
Wir haben in der Gemeinde sogar jemanden, der Ikonenschreiber ist. Und darüber sind wir sehr glücklich, weil wir hier im Kircheninnenraum auch viele dieser Ikonen haben. Es sind tatsächlich auch größere Wandmalereien dabei. Also hier auf der Seite zum Beispiel von Mor Jakob das Ruch, hinten ist Mor Afrem abgebildet oder Mor Bar Somo. Das sind die Kirchenheiligen, die eben für uns wichtig sind, weil sie in der Liturgie eine große Rolle spielen. Meine spirituelle Heimat ist natürlich an Orten gebunden. Einerseits bin ich sehr gerne in dem Kloster, wo ich das erste Mal Theologie kennenlernen durfte und auch die Lehre der Kirchenväter. Das befindet sich heute in der Türkei und natürlich auch in unseren Heimatpfarren hier in Wien. Dann würde ich sagen, für jeden Gläubigen ist so das Zentrum oder die Mitte, wo man auch die Stärke für den Glauben findet, das eigene Herzen, also dass man quasi sich mehrere Male auch täglich zurückzieht und den Kontakt und die Verbindung zu Gott sucht. Und das geht eben eigentlich überall, aber am besten eigentlich an einem ruhigen Ort, wie zum Beispiel das eigene Zimmer oder diesen Anruf nicht übers Handy, aber den Anruf in den Himmel zu Gott macht. Musik.